Hallo, in diesem Video zeige ich dir, wie du dein iPad einschaltest und installierst. Hier oben ist der An-Knopf und wenn du soweit bist, dann zum Installieren die Home-Taste drücken. Wir wählen als Sprache Deutsch und als Land Deutschland. Als nächstes können wir hier unten auf Manuell konfigurieren drücken. Und jetzt müssen wir an dieser Stelle einen Internetzugang mit dem WLAN aussuchen. Und dafür nehmen wir den Schulhotspot. An dieser Stelle könnt ihr den Benutzernamen und das Passwort eingeben, so wie ihr euch auch immer bei It's Learning zum Beispiel einloggt oder am PC. Das machen wir einmal schnell. Gut, und wir klicken auf Verbinden und als nächstes kommt die Frage, soll ich diesem WLAN vertrauen? Natürlich. Nun kommt eine Meldung, dass sich das iPad aktiviert und das kann ein paar Minuten dauern. Als nächstes wollen wir keine Apps und keine Daten übertragen. Und nun kommt der Hinweis auf die entfernte Verwaltung. Das heißt, dass das Gerät durch die Schule verwaltet wird und zum Beispiel auch Apps draufgeladen werden und so weiter. Machen wir weiter. Und an dieser Stelle musst du wieder Benutzername und Passwort, so wie zum Beispiel bei It's Learning oder am PC, eingeben. Okay, das haben wir gemacht und jetzt gehen auch wir hier wieder auf Anmelden und wir wollen dieses Gerät registrieren. Ups, das war zu viel gedrückt. Einfach einmal drücken. Und nun installiert sich das Gerät. Ihr könnt die Touch-ID einrichten. Dafür klickt ihr auf Fortfahren. Und jetzt müsst ihr den Finger auflegen und dann seht ihr, dass da so rote Linien kommen. Ihr nehmt immer den gleichen Finger und ihr tut den Finger drauf, hebt ihn wieder runter. So lange, bis alle Linien voll sind. So, Fingerposition ändern, wir klicken wieder auf Fortfahren und nun müssen wir mit dem Finger so ein bisschen schräg, so ein bisschen, ups, nicht draufdrücken, sondern nur drauflegen, so ein bisschen, das war nicht gut genug, immer so ein bisschen drehen. So, abgeschlossen. Jetzt kann ich mit meinem Zeigefinger das Gerät entsperren. Nun brauche ich aber einen Code, um das Gerät auch mit der Tastatur entsperren zu können. Diesen Code brauche ich oft. Da gibt es Regeln, das steht hier. Gib einen starken Code mit 8 oder mehr Buchstaben und Ziffern ein. So, jetzt brauche ich also ein neues Passwort, das ich mir selber ausdenke. Ich nehme dafür mal meinen Vornamen, Thomas, und mein Geburtsdatum, 24.05. Und ihr seht, das Gerät schlägt vor, dass ich weitermachen kann. Ich probiere andere Beispiele. Also keine Apps übertragen nochmal. So, jetzt nehme ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich brauche 8 Zeichen und den Buchstaben, nämlich das Q. An dieser Stelle lässt mich das Gerät nicht weitermachen, weil das Passwort nicht stark und sicher genug ist. Ich kann zum Beispiel auch andere Passwörter nehmen, wie zum Beispiel Werder 2020. Auch da Werder 2020 kleingeschrieben zum Beispiel wäre ein vernünftiges Passwort. Ich gebe nochmal Werder 2020 ein. Hier oben auf Weiter und schon habe ich ein vernünftiges Passwort. An dieser Stelle bekommt ihr einen Zettel mit einer Apple-ID. Die tragt ihr hier oben ein und dann gibt es noch ein Passwort dazu. Das müsst ihr auch an dieser Stelle eintragen. Okay. Nun habe ich meine Apple-ID und das Passwort vom Zettel eingetragen. Nun gehe ich auf Weiter
Wenn es an dieser Stelle nicht weitergeht, dann habt ihr vielleicht einen Tippfehler in dieser Apple-ID oder es gibt Probleme mit eurem Gerät, dann sagt bitte einem Lehrer kurz Bescheid. An dieser Stelle müsst ihr euer aktuelles Passwort eingeben und das ist das Passwort, das ihr gerade mit dem Zettel bekommen habt. Gut, ich habe mein aktuelles Passwort, also das Passwort vom Zettel, eingegeben. Und nun, an dieser Stelle, muss ich mir ein neues Passwort geben. Auch das hat Regeln, die stehen hier unten. 8 Zeichen, Buchstaben, Zahlen und ein Großbuchstabe. Eben als Code zum Entsperren hatte ich Werder 2020. Jetzt muss ich Werder mit einem Großbuchstaben schreiben. 2020. Nochmal Großbuchstabe. Werder 2020 ändern. Nun bin ich so gut wie fertig. Letzten Schritt klicke ich auf Ortungsdienste aktivieren. Ich kann mir das Erscheinungsbild aussuchen und immer wieder ändern. Und los geht's. Das war's.